Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt hier mit dem Spielservice IT. Und damit geht auch ein herzlicher Dank raus an FreeMind SA und an Kamil von FreeMind SA, der mir den Key zur Verfügung gestellt hat, dass ich euch das Spiel mal zeigen kann. Ich habe das Spiel im Grunde schon mal gezeigt, und zwar im Januar. Allerdings hat es da noch einen anderen Namen gehabt. Das war dann, glaube ich, Cypher Simulator oder sowas. Und das Spiel hatte damals einen Bug. Ich hatte anscheinend auch einen Bug, weil ich da mit dem einen oder anderen nicht klarkam. Ich bin jetzt mal gespannt. Das Spiel soll nämlich rauskommen jetzt am 4.3.24. Und würde sagen, wir machen ein neues Spiel. Die Computerstimme hätte ich gerne ausgemacht, weil die ein bisschen nervig ist, aber ich lasse jetzt einfach mal drin. Von daher, lösch mal. So, wir legen los. Und ich bin auch wirklich schon sehr gespannt. Oh Gott, ja, ich nehme den Hund. Firmennamen eingeben, auch machen wir Bobas IT. So, was machen wir denn hier für ein Zeichen? Ich glaube, das hatte ich das letzte Mal. Lass mal das hier. Spiel mit Tutorial starten, machen wir natürlich. So, die eigentliche Bugs sind natürlich schon weg mittlerweile. My name is Evelyn. Ja, ist okay. Ich kann mich noch nicht. Before we start, I have so, dreh dich um. Grundlagen Machine Science verstanden, Mensch Science verstanden. So, ich überspringe das immer ein kleines bisschen, weil das ist eigentlich nicht sehr gut gemacht. I just got disconnected. I feel different. Ja, überprüfe deine E-Mails. Es gibt hier verschiedene E-Mails von dem Hacker und dann einige Willkommenssachen. Eigentlich auch relevant gerade. So, aber jetzt wird es eben relevant. Und zwar, wir sollen auf das Geschäft gehen und sollen hier im Konfigurator Sachen bestellen. So, Motherboard, die CPU und RAM. Also ich sage jetzt schon mal Entschuldigung für irgendwelche unqualifizierten Bemerkungen bezüglich irgendwelchen Computerkomponenten, weil ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Go to check out and ja, place your order. Mach mal. That was an exhausting day. So, damit haben wir erst einmal die ersten Teile bestellt. Wir müssen den nächsten Tag starten und bekommen unser erstes Paket. Open the package by holding down the left mouse button. Jawohl. Also packen wir mal das Paket aus mit den Sachen. Motherboard on the workstation. To do this, just left click on the workstation while holding the motherboard. Then go to work mode by clicking on the workstation. Ja, alles klar. Und da hatte ich bei der Demo, was das war, hatte ich schon das Problem, dass ich dieses Motherboard nicht hatte. Das war irgendwie buggy. WSAB keys, movement, zoom in out. So, also wir können hier ranzoomen, rauszoomen. Das ist eben ein Spiel, was für Bastler geeignet ist. Now let's move on to putting the motherboard together. It's easy, you'll see. Ja, will ich ja. So, wir setzen jetzt erst einmal die CPU ein, dann machen wir das Ding hier wieder zu. Deswegen überspringe ich das nämlich auch so ein bisschen. So, und was auch nicht funktioniert hatte, das war das mit dem Verkaufen. Jetzt mittlerweile funktioniert es. Ich muss allerdings die Alt-Taste dazu drücken. Dann sieht man eben, dass ich das hier für $900 verkaufen kann. So. I have something for you. Open the box on the table. Also, sorry, wenn ich hier ein bisschen vorwärts springe, aber das, was hier erzählt wird mit dieser öden Computerstimme, haben wir im Grunde in der Demo schon gemacht und es ist jetzt nichts Neues. So. Tablet-PIN 3815. So, ferndrücken Q, also mit Q kann man das ein- und ausblenden. Was haben wir hier?
Ach so, das sind die Hilfesachen. Die Auftrags-App. Okay, wir machen mal die Auftrags-App auf. Hier haben wir jetzt halt eben eine Anfrage von Paper Solution, eine Unterstützung für Serverbenutzer. Wir brauchen dringend Hilfe bei der Konfiguration von Active Server. Und wir nehmen den Auftrag an. So now open the email application. The Active Server application is on your computer desktop. Enter the application. So. Also das habe ich jetzt, wie gesagt, ein bisschen übersprungen. Also wir haben die E-Mail hier auf unserem PC und wir haben natürlich auch die E-Mail auf dem Handy. Was auch wirklich sehr wichtig ist, weil hier sind nämlich manche Änderungen vorzunehmen, wie jetzt zum Beispiel einem Benutzer ein Passwort zu vergeben und so weiter. Und man muss diese Dinge wirklich exakt eingeben, wenn man an dieser IT-Dingsbums hier arbeitet. So, wir machen mal den Active Server auf. This is where client servers will appear. Ja. Select this, follow the order. Once you've done everything, enter the contracts application and complete the order. Jawohl, machen wir. Man kann mit Q auch jederzeit das Handy ein- und ausblenden, sodass man wirklich seine Informationen hier hat. Was auch wirklich sehr nutzvoll ist. So, wir sollen hier verschiedene Sachen. In letzter Zeit gab es personelle Veränderungen in der Firma. Normalerweise hilft uns unser IT-Spezialist in solchen Situationen, aber jetzt ist er im Urlaub. Wir würden es schätzen, wenn Sie die Active Server-Anwendung ausführen. Wir haben Ihnen bereits Zugriff gewährt und die folgenden Änderungen vornehmen würden. Benutzer Martin Warwick entfernen. Ich meine, hier in dem Fall können wir es ja gleich machen. Dann als nächstes sollen wir das Passwort von Clemens Rooks, das ist das hier, zu Paper Solution 135 verändern. Also gehen wir mal drauf. Passwort können wir eingeben hier. Also wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt halt mittlerweile kopieren kann. Oh, man kann das kopieren. Geht das auch mit Rechtsklick? Tatsächlich. Copy. Steuerung V. Oh ja, das ist cool. Das ging nämlich, glaube ich, in der Demo nicht. Also finde ich toll, dass ich das kopieren kann und muss es nicht abhäkeln. Ändern und die Option aktivieren, dass dieser Mitarbeiter sein Passwort bei der nächsten Anmeldung verändern muss. Okay. Zwingen Sie die Änderung des Kennworts. Machen wir. Noch irgendwas. Wenn Sie gute Arbeit leisten, werden wir uns wieder bei Ihnen melden. Anscheinend die Gruppe und alles passt. Speichern. So. Und gehen wir da mal raus. Verträge. Sie haben die Aufgabe übernommen. Alle notwendigen Informationen werden per E-Mail gesendet. Bestätigen. Aktive Aufträge. Abschließen. Okay, ich habe also alles richtig gemacht. Wir können den Auftrag abschließen. Wenn das hier nicht aufleuchtet, dann ist irgendwo ein Fehler drin. Congratulations. You have completed your first contract. Take a rest. And when you come back, we will continue to work with you. Move on to the next day. Jawohl, wir moven on to the next day. Bin ich in der Hocke? Tatsächlich, ich war in der Hocke. Ich bin mal gespannt. Also geplant habe ich, ich sage jetzt mal zwei Parts für dieses Spiel, um einfach das mal zu zeigen, was da noch so alles auf einen zukommt. Aber vielleicht werden es auch mehr. Müssen wir mal gucken. Ja, ich bin sicher. Welcome back. Now go to your computer and turn on the Courses application. Jawohl, die Courses application. Hier hört es ungefähr bei mir auf mit dem Wissen. Also da muss ich jetzt mal durch. Bewertung der Aufgabe. Hallo, ich bewerte die Ausführung des Auftrags mit 5 von 5 Sternen. Sie erhalten die entsprechenden Rufpunkte und Bezahlung. Dankeschön. Da bin ich jetzt allerdings falsch, ne? Kurse, hier. Here you can acquire new skills and develop the ones you already have. Each course will teach you how to perform a certain activity, unlock new contracts and much more. It just so happens that I have a discount for you on your first course. So jawohl, wir nehmen an dem Lötkurs teil. Welcome to the soldering course. Pick up the RFID board and place it on the solving station.
Okay. Und klicken Sie den linken Maustaste auf die Lötstelle, um es abzulegen. Achso, nee. Nehmen Sie das Dingsbumsboard. Habe ich hier irgendwo was? Ach, hier. Hier ist es. Der Laser. Einmal daher. Nein, to the working mode by click. Verwenden Sie die Scroll- und WASD-Tasten, um sich zu bewegen. Drücken Sie die Tab-Taste, um das Inventar zu verwenden oder auszublenden. Drücken Sie die Escape-Taste, um Arbeitsmodus zu verlassen, um den Kamerawinkel zu ändern. Halten Sie die rechte Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus. Alles klar? Um einen Gegenstand aufzuheben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Werkbank und um ihn abzulegen, klicken Sie mit der linken Maustaste. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Schrauben am Boden des Gehäuses zu lösen, indem Sie draufklicken. Bla. Okay, Take a wir werden das screwdriver rausfinden, and denke ich mal. unscrew the screws. Nehmen Sie einen Schraubenzieher und schrauben Sie die Schrauben heraus. Jawohl. Man muss halten. Die Schrauben werden, wie man sieht, hier gesammelt. Put down the screwdriver. And remove the cover by clicking on it. Okay, Abdeckung entfernen. Juhu! Verwenden Sie Baumwolltücher, um die Platte zu reinigen. Entfernen Sie Schmutz, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten. Take a Ich. tissue and, holding the left mouse button on the board, move the mouse until the dirt disappears. Dann zoomen wir mal ein bisschen ran. Also, ich würde mich persönlich niemals an solche Techniksachen heranwagen. Hätte ich viel zu viel Schiss, dass ich was kaputt mache. So, jetzt kommt die Prüfung von Elementen. Klicken Sie auf den roten Schalter, Multimedia einschalten. Neue E-Mail, wunderbar. Es hat mehrere Modi, die durch Klicken auf das Rad geändert werden können. Abhängig vom Element müssen wir den entsprechenden Modus auswählen. Okay, herauszufinden, welchen Modus Sie wählen sollen, schauen Sie unten rechts auf der Matte. Dort befinden sich Hinweise darauf. Okay, machen wir halt Turn on the einfach mal. multimeter. Set the appropriate mode for the components you want to measure. Pick up the probes and measure the resistor values. So, wir sollen jetzt halt hier diese Widerstände prüfen. Okay, wir brauchen Ohm, ne? 0,95 oder Kiloohm oder keine Ahnung. Ich sage ja also. Ach so, ich muss erst nochmal einschalten, ne? Genau, und dann müssen wir das hier einstellen. Wir brauchen Ohm, Kiloohm. Ah, ich glaube, ich muss hier einfach nur vorwärts. Neutral. Vergrößern, verkleinern. Schauen wir mal, ob das jetzt passt. Okay, also die Einstellung passt anscheinend. Also das ist grün. Das da ist jetzt zum Beispiel kaputt, würde ich sagen. Nee, da sind wir auch im grünen Bereich. Aber das da stimmt nicht, ne? Widerstand 512, 4,85 bis 5,36. Ah, gut. Stellen Sie die Temperatur im Lötkolben mit den pfeilförmigen Tasten ein oder setzen Sie sich schnell auf 300 Grad Celsius. Warten Sie, bis der Lötkolben aufgeheizt ist. Turn Okay. on the soldering iron. Set the temperature to 300 with the red button and the solder the resistor. Remember that the element has two solders. Ja, jetzt gehen wir erst einmal auf 300 Grad. Es dauert nur ein bisschen, bis man dann nach oben ist. So, 300 Grad. Schalten mit der roten Taste ein und löten Sie den Widerstand aus. Denken Sie daran, dass Elemente zwei Lötstellen haben. Okay, also was müssen wir denn jetzt rauslöten? Ah, okay, die da müssen wir rauslöten. Ah. Okay, warte mal, wir müssen irgendwie die Kamera ein bisschen drehen. Löteisen ein, löten Sie den Widerstand aus. Now exit Okay. the working mode and take to inventory a new resistor from the container on the other table. Gut, dann nehmen wir uns mal hier einen Widerstand raus. Einen nehmen.
Now return to the workstation and enter the working mode. When you enter working mode, you can have items in inventory, but you can't have anything. Click on the disabled component to discard it, then click where it lay, and choose from the available options to put a new resistor in its place. After that, solder the element. Okay. Klicken Sie an das ausgelötete Bauteil hier. Widerstand. Ach so, weil ich den ja in der Tasche habe, ne? Deswegen, der wird dann automatisch ausgewählt. Okay, dann schnappen wir uns wieder den Lötkolben. Wir löten das Ganze fest. Gut. Platinenprüfung. Verwenden Sie Regler, um Amps und Volts einzustellen, für Board geeignet sind. Denken Sie daran, dass Sie die Informationen der unteren rechten Ecke der Matte finden können. Okay. Click on the cable connector to connect it. Set the appropriate values on the power supply using the knobs. Check that the board is working. Okay, Moment. Stellen wir uns mal ein wenig anders ein, ne? So, wir brauchen 11 bis 13 Volt. Leg das mal wieder hin. Vielleicht sehe ich es dann besser. Nee, geht auch nicht wirklich besser, ne? KI, ja, 1,8 Ampere. Am besten immer klicken einfach, ne? Ah, ich muss es erstmal anschließen. Drehen kann ich da nichts, oder? Doch, da. 11 Volt. Drehen wir es halt immer hoch. Zum Glück geht das mit dem Mausrad. Aber wenn da steht 11 Volt bis 13 Volt, dann muss ich es doch auf 13 Volt einstellen, oder nicht? Also die maximale Höhe, denke ich jetzt mal. Okay, 13. Hups. 1,8 okay. 1,8 bis 2,5. Good. Disconnect the cable. Put the cover in place and screw in the screws. Okay, also der Test war schon mal erfolgreich. Auch mit sowas muss man sich auskennen. Anderes, ich finde solche Programme eigentlich nicht immer so schlecht, weil man lernt so einiges über Computerelemente und Platinen und alle möglichen. Also ich hoffe zumindest, dass das wirklich realitätstreu ist. Wissen tue ich es nicht, aber ich gehe einfach mal davon aus. So, tun wir mal die Schrauben wieder rein. Schraubendreher rein damit. Exit the working mode. Pick up the reader and put it on the blue-orange wrap. Okay, dann nehmen wir das mal. Hups. Ah, Rechtsklick. Okay, dann legen wir es daher. Lesen und legen Sie ihn auf das blau-orangefarbene Regal. Ach so, da muss ich Linksklick machen. Well done. You've completed the course. I won't imprison you in VR. Ist in Ordnung. I see you are a fast learner. You have new contracts at your disposal. Perform at least two of them. Okay, Taste I muss ich dann drücken, um da Informationen zu bekommen. Okay, schauen wir mal, was für was für Verträge wir jetzt hier haben. Oh, 3 Stück gleich. Okay, dringend, ich kann die Tür nicht öffnen, der Laser ist kaputt. Ich habe das Ethernet-Board kaputt gemacht, es wäre toll, es zu reparieren. Wir brauchen dringend Hilfe bei der Konfiguration von Active Server. Ich mache jetzt mal das, weil das sind, glaube ich, nur Einstellungen in Bezug auf sowas wie Kontennamen und so weiter. Gehen wir mal hier auf die E-Mail.
Guten Morgen, wir benötigen Unterstützung bei der Benutzerverwaltung. Wir haben eine Empfehlung von einer Firma erhalten, mit der wir zusammenarbeiten. Daher haben wir uns an Sie gewandt. Wir möchten 2 Benutzer hinzufügen. Amanda Keith, Typ Benutzer, E-Mail, bla bla, Passwortkennung und so weiter. Lassen Sie es uns wissen, wenn Sie fertig sind. Alles klar? Moment, da muss ich dann hier... Ja, das ist das hier. Okay, 2 Benutzer hinzufügen. Dann schauen wir mal, ob ich das... Okay, aber um den zu aktivieren, muss ich auf jeden Fall weg sein vom Handy. So, Active Server. Dann gucken wir mal. Also, wir haben Benutzer hinzufügen. Und zwar eine Samantha Keith. Geht es mit Doppelklick auch? Das ist schön. Steuerung C geht es auch? Yay, das geht sogar. Das ist cool. Benutzertyp. Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Amber Trends. Das ist dann die E-Mail hier. Benutzername soll S. Keith sein. So, Passwort 1234a. So, Benutzertyp. Steht jetzt nicht, oder? Benutzer einfach nur, okay. Irgendeine Gruppe? Nein, eine Gruppe habe ich jetzt hier nicht. Okay, und beim nächsten Mal ändern, dann speichern wir das. So, dann haben wir die. Dann haben wir Kathleen Carey hinzufügen. Ich nehme mal an, dass das ja auch Kathleen der Vorname ist. Kathleen Carey. C. Carey Amber Trans. Benutzername, wo bist du? C. Carey. Und Passwort auch hier, 1234a. Benutzertyp haben wir Admin. Und Gruppe sehe ich jetzt auch nichts. Okay. Speichern. Dann sollten wir den Auftrag schon fertig haben. Das heißt, wir können hier raus, gehen einmal zu den Verträgen, aktive Aufträge, abschließen. Neue E-Mail ist eingegangen. Querung der Aufgabe, jawohl, 5 und 5. Ja, das war doch schnell. Das war doch schnell gemacht jetzt. So, gut, dann schauen wir nochmal die nächsten Verträge. So, jeweils 1000 Dollar Belohnung. Beides zu reparieren, beides mit Lötaufgaben. Von der Dauer her 15.12. 8 Uhr. Was haben wir überhaupt? 15.35 Uhr. Habe ich hier irgendwo ein Datum stehen? Wir haben den 6.3. Okay. Verträge, dann würde ich sagen, nehmen wir zuerst mal. Achso, das ist noch das ganze Jahr Zeit. Na, dann nehmen wir jetzt einfach mal den an von der Aura Walker. So, ich habe in letzter Zeit Programmieren gelernt und habe versucht, ein paar Dinge in einem Ethernet-Modul zu ändern, das auf meinem Regal verstaubt war, aber etwas ist schiefgegangen. Jetzt ist es kaputt. Hilfe! Defekte Teile reparieren. Okay, die Teile brauchen wir natürlich, ne? Nehmen Sie mehr Aufträge an, 2 Aufträge abschließen und etwas Geld verdienen. Wir könnten ja eigentlich beide gleich annehmen. Ne? Das wäre ja, denke ich mal, egal. Ich kann die Tür nicht öffnen. Nehmen wir auch an, komm. Nehmen wir beide an. So, das Einzige ist jetzt,
seit einiger Zeit die Bürotür meines Büros nicht immer öffnen, aber heute hat es alle Grenzen überschritten. Ich brauche dringend eine Reparatur des RFID-Kartenlesermoduls. Die Lieferung erfolgt im nächsten Werktag. Ich würde Sie bitten, sich zu beeilen. Ja, dann werden wir den Auftrag zuerst machen, weil dass die in ihr Büro wiederkommen, die anderen mit ihrer Platine, die kann doch warten. So, das heißt, wir brauchen jetzt, was haben wir eigentlich da? Gar nichts, ne? Kann ich die öffnen? Ne, ich kann die nur nehmen. Das ist eine verschlossene Tür, verschlossene Tür. Licht. Das ist Lager. Was haben wir hier? Oh, das war doch irgendwas mit dieser komischen Pinne. Die habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Warte mal, mach mal dein Handy auf. Tablet-Pin 3815. Ups, nein. So, schauen wir mal. 3815. Aha. Okay. Server Room ist natürlich wichtig, dass das gekühlt ist. Badezimmer hat keine registrierten Vorfälle. Okay. Hups. Ich weiß auch gar nicht, was dieser Müll, ob ich den nicht irgendwann wegschmeißen kann oder sowas. Ups. Lass mal das da wegräumen. Ich komme da nicht näher ran. Ein Metallhaufen. Haben wir es erst einmal weg, ne? Okay, gehen wir mal in den nächsten Tag. Ja. Okay, und dann haben wir jetzt halt hier ein Paket. Ethernet-Modul und RFID. Also wir haben beide Sachen bekommen. Ich denke mal, dass das RFID-Modul ist. Lötarbeitsplatz. Schauen wir mal. So, Abdeckung entfernen. Und wie ich mich vor allem jetzt anstelle hier mit dem Testen und so weiter. So, erstmal wieder reinigen. Wenigstens wird es angezeigt. Soll ich da nicht Alkohol drüber schütten? Okay, dann haben wir das. Dann müssen wir wieder prüfen. Okay, wir haben zwei unterschiedlich. Wir haben es mit 2 Kiloohm und 20 Kiloohm. Wie gesagt, ey, haut mich nicht, wenn ich das jetzt hier falsch interpretiere. Einmal anmachen, dann gehen wir erstmal auf 2 Kilo Ohm, genau. Und schauen wir, welche sollen das sein? Die mit 102 und 821. Gott, ich brauche eine Lupe. Okay, das sind die. Probier's doch einfach mal. 0,02. Also das ist definitiv nicht funktionsfähig. Das ist das mit bis 20 oder so. Ach so, da steht ja auch die Nummer, ne? Und das war noch die 821. Schon wieder eine neue E-Mail. 0,844, die passt, würde ich sagen. Und die hier ist kaputt. Also die hier muss auf jeden Fall raus, okay. Dann gehen wir mal auf die 20. Hier haben wir 4,8 bis 5,36. Dann ist das Ding hier noch kaputt, der Widerstand 5,12. Der ist aber auch kaputt, oder? Würde ich jetzt sagen. 20 Kiloohm. Okay. Machen wir einfach mal den Lötkolben halt. Das sind 280 bis 320 Grad. Also machen wir 300 Grad. Kann ich das mit... Nee, mit dem Mausrad kann ich das nicht machen. Ach so, ich kann da einfach draufklicken. Ja, dann sagt's doch.
So, also im Grunde könnte man jeden entfernen, ne, von diesen Dingern. Aber wir müssen das hier entlöten. Und ich glaube, der hier war noch kaputt. Wenn ich mich irre, dann, ja, irre sind menschlich, ne? So, Widerstand 512 und Widerstand 102. Okay. Geschäft. Netzteil RAM. Zubehörteile. Widerstände. Widerstand 512 und 102. So, ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich da gleich mehr Sachen bestelle, aber ich weiß nicht, was ich hier. Ja, komm, bestellen wir es einfach mal. Es wird schon passen. Heute. Was würde das dann kosten? Versand, Geschäftstag 20, Wochenendversand 40. Was habe ich überhaupt an Geld? Ich weiß es gar nicht. Kann ich da wieder raus? Wo sehe ich denn das? Ah, da oben, 3220. Nee, nicht Verträge. Geschäft bitte. Ja, dann komm, dann lassen wir es doch sofort mal liefern. Ist doch egal, wir wollen es ja eh nur mal austesten. So, Widerstand 512 und 102. So, dann gehen wir mal hier drauf. Da ist der 512er. Und da ist der andere. Gut. Zoom einfach weg, Mensch. So, dann einmal hier löt. Einmal da löt. Ich denke mal, dass ich Lötmittel habe. So, weg mit dem Ding. Dann schließen wir das mal an. 11 Volt, 13 Volt. Oh, Ampere, 1,8 bis 2,5. Hier. Moment. 13 Volt. Ach so, das Ding ist kaputt. Okay. Da ist irgendwas noch kaputt, glaube ich. Das Ding hier ist anscheinend kaputt. Schauen wir mal, ob wir da irgendwas messen können. Hey, und schon geht's los, ne? Warte mal, wir sind auf 20 eingestellt, ne? 20 Kilo Ohm sind wir eingestellt. Das müsste doch jetzt halt hier passen. Da haben wir 5,1, so wie es sein soll. Ah, das Ding ist noch kaputt. Okay. Weil das müsste ich ja auch testen können dann mit 9, habe ich das hier nicht ausgetauscht? Okay, lasst uns mal nochmal wechseln. Ich kann das leider nicht schneller klicken. So. Dann testen wir den jetzt nochmal. Der müsste jetzt halt passen. Den haben wir repariert. Jawohl, der hat 1. Und der hier unten, der hat ja auch gepasst, ne? 0,844. Dann ist das wirklich noch dieses Ding hier. Das habe ich dann. Hups. Da habe ich was falsch gemacht. So, also das ist ein Widerstand 01C. Na toll. Ich will das Ding jetzt noch fertig machen hier. Geschäft. 01C, das ist der hier. 40 Cent. Zur Kasse. Und wie gesagt, ich mache das jetzt auch wieder mit heute Lieferung. Ich weiß, dass es $20 kostet. Ist mir egal, wir testen ja das Spiel jetzt halt nur mal. Da ist es jetzt mir auch egal, ob ich
hier jetzt halt ewigst viel zahlen muss. So. Jawohl. Dann einmal löten. Das ist halt eine Fummelarbeit, ne? Sowas, aber es gibt Leute, denen gefällt es. Mir macht es auch irgendwie Spaß. Aber da fehlt noch irgendwas. Das da wird rot angezeigt. Okay, warte mal. Vielleicht hast du auch was falsch eingestellt. Wir sind auf... ...16 Volt. Oh, das ist ja... ...11 Volt, 13 Volt. Okay, wir gehen jetzt auf 13. Und bei Ampere sollte doch... Moment. Hier, 2,5. Ah, okay. Jetzt leuchtet es grün. Okay, passt. Dann passt ja. So. Abdeckung drauf. Und... Wir sind fertig. Zumindest mit dem Ding jetzt hier. So. Einmal raus. Nein. Rechtsklick. Rechtsklick. Und dann hier. So, und dann habe ich jetzt doch den Auftrag abgeschlossen, oder nicht? Schauen wir mal. Verträge, aktive Verträge. Yay, wir können das senden. Cool. With the money you have earned and will earn, you can also buy yourself furniture and refresh your office. Press T to enter office decorating room. Okay, ich meine, wir haben $1000 Bezahlung erhalten. Ne? Also insofern waren jetzt die $40, die ich insgesamt für den Porto ausgegeben habe, ja eigentlich, naja, egal, sagen wir mal so. Gut, drücken Sie T, um in den Modus für Bürodekorationen zu gelangen. Das werden wir dann beim nächsten Mal machen, würde ich sagen. Ich habe jetzt halt eh schon wesentlich länger gemacht, als ich machen wollte, den ersten Part. Aber da sieht man mal, wie man dann so in diesem Detail hängen bleibt. Finde ich schon interessant. Also und vor allem, es gefällt mir mittlerweile auch wesentlich besser wie die Demo, die ich damals gespielt habe. Insofern ist es vielleicht dann auch ein kleines Sorry an die Entwickler, dass ich das damals so verhunzt habe. Naja gut, lasst mich gerne wissen, was ihr von dem Spiel haltet. Schreibt mir was in die Kommentare dazu. Lasst auf jeden Fall ein Like da, Abo da lassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.